Ehe Sie befürchten, dass es sich nur noch um Technik dreht, gehen wir das Ganze langsam und gemeinsam an. Heute dreht es sich um die Organisation Ihres eigenen Arbeitstages außerhalb vom Büro, beim Remote Working und im Homeoffice. Hallo und herzlich willkommen zu Gut Umgestellt. Sie wollen mit Ihren Mitarbeitern telefonieren, gleichzeitig was kochen und auch noch arbeiten. Ja, das funktioniert aber nicht gleichzeitig. Es muss möglich sein, dass Sie effektiv auch arbeiten können aus dem Remote Office. Und es sagt sich so leicht, man soll möglichst Arbeit und Vergnügen trennen oder man soll nicht da arbeiten, wo man sich sonst entspannt. Das wird auf Dauer aber nicht funktionieren, weil diesen Luxus einer so großen Wohnung hat nicht jeder. Bisher konnten Sie das sehr gut trennen, denn am Ende des Arbeitstages konnten Sie Ihre Sorgen und Nöte der Arbeitswelt im Büro lassen und sich zu Hause auf neue Ideen konzentrieren. Doch wenn jetzt alles in einem Raum stattfindet, wie in der typischen Berliner Einraumwohnung für junge Menschen oder Vereinsvorständinnen, dann funktioniert das nicht mehr so richtig. Darum boomen übrigens Coworking Spaces, damit die Bewohner auch mal rauskommen und das Gefühl einer normalen Arbeit zu haben. Aber gut, jetzt haben wir eine Pandemie und das Ganze müssen wir vielleicht anders hinkriegen oder auch in Zukunft beibehalten. Und da ist es schon sehr lobenswert, wenn Sie ein getrenntes Schlafzimmer vom Wohnbereich haben, weil dann können Sie zumindest mental abschalten, wenn Sie sich ins Bett legen, nicht mehr an Arbeit denken, Telefon ausschalten und tatsächlich schlafen. Wenn Sie tatsächlich ein Arbeitszimmer in Ihrer Wohnung haben, macht das vieles leichter. Denn Sie können auf einmal mental die Arbeitswelt und Ihr normales Privatleben trennen, aber Sie sitzen ja nicht nur am Schreibtisch und arbeiten Aktenberge durch, sondern Sie nutzen immer noch den gleichen Computer. An diesem einen Computer müssen Sie jetzt Ihre Arbeit erledigen, wollten aber eigentlich Videos damit schneiden, bisschen was zur Entspannung spielen oder vielleicht das neue Video Ihres Lieblings-Content-Creators gucken. Es ist jetzt auch keine Option, sich zwei Computer anzuschaffen, das macht die Welt für Sie nur noch viel komplizierter. Sie müssen sich also eher überlegen, und das haben Sie vielleicht im Lockdown schon erlebt, wie organisieren Sie sich gut dafür? Denn wenn eine räumliche Trennung nicht möglich ist, vielleicht eine zeitliche. Ich erzähle Ihnen das, weil ich schon länger freiberuflich arbeite und wenn ich nicht gerade beim Kunden Fotos mache oder Videos drehe, dann bin ich zu Hause, um eben diese Videos zu schneiden oder die Fotos zu bearbeiten oder auch Projekte vorzubereiten. Und daher kenne ich das, wenn man nur von zu Hause arbeiten kann und aufgrund der großen Datenmengen und guter Computer kann ich jetzt auch nicht mit dem Laptop in ein Café wandern, sondern muss tatsächlich von zu Hause arbeiten. Und da ist eine Trennung nicht immer sinnvoll zwischen Berufsleben und zwischen Privatleben, sondern es ist manchmal auch gewinnbringend, dass man sich besser einteilen kann. Wenn Sie normalerweise aus dem Büro arbeiten, von zum Beispiel 9 bis 18 Uhr, dann haben Sie vielleicht eine Stunde Mittagspause. Mehr Möglichkeiten zur Zeiteinteilung haben Sie aber nicht. Ich habe selber festgestellt, wenn man nicht zu üblichen Arbeitszeiten im Büro ist, dass man dann durchaus länger arbeitet zu Hause. Und dann kann man zum Beispiel auf der Couch sitzen, scrollt die E-Mails nochmal durch und kann sie kategorisieren für den nächsten Tag, was wichtig ist und was als erstes bearbeitet werden soll. Ich möchte Ihnen zeigen, dass Sie die Flexibilität beim Remote Working nutzen können. Zum Beispiel für eine feste Freizeit, dass Sie etwas kochen, dass Sie vielleicht spazieren gehen, um es mit einem Ortswechsel zu verbinden. Und vergessen Sie nicht, wenn Sie Kinder haben, da müssen Sie auch ein bisschen Zeit einplanen. Ihre Leistung sollte konsistent sein, denn dann sind Sie auch beim Remote Working produktiv. Wenn Ihnen feste Abläufe liegen, dann planen Sie Ihre Woche vor oder zumindest den nächsten Tag, sodass Ihre MitarbeiterInnen wissen, wenn Sie eine Pause eingetragen haben, dann ist das Freizeit und Sie wollen dort nicht gestört werden. Dafür arbeiten Sie unter Umständen abends nochmal länger. Falls Sie kein Freund von fest durchorganisierten Tagesplänen sind, nutzen Sie Ihre Spontanität. Nach einem langen Meeting sind Sie fertig. Wollen vielleicht nicht nur einen Kaffee trinken, sondern nutzen Sie diese Zeit für einen Ortswechsel, um nicht gleich mit der nächsten Videokonferenz weiterzumachen. Es ist übrigens auch möglich, direkt im Park eine Videokonferenz zu machen, sollten Sie WLAN oder Mobilfunkempfang haben, einfach ein Headset benutzen und schon ist der Ton auch genauso gut wie aus den eigenen vier Wänden. Nutzen Sie die Chance, außerhalb vom Büro zu arbeiten, zu Ihren optimalen Zeiten produktiv zu sein, ohne dass Sie am Ende komplett aus dem Raster fallen. Denn Sie können um die Uhrzeit produktiv sein, die Ihnen passt. Und so können Sie, falls es bei Ihnen möglich ist, klassische Arbeitszeiten eher nach hinten rausrücken. Ich kann zum Beispiel Freitagabend gar nicht abschalten, um am Wochenende dann an private Dinge zu denken. Und ich glaube, auch Ihnen als Vereinsvorstand geht es genauso, dass Sie weiterlaufende Planungen haben oder an Projekte denken müssen. Sofern Sie nicht dauerhaft erreichbar sein müssen, nutzen Sie doch die Möglichkeit, auch unter der Woche Freizeitaktivitäten unterzubringen. So können Sie zum Beispiel in den Zoo gehen, ins Kino oder an den Strand, wo diese Einrichtungen in der Regel auch weniger besucht sind. Dafür können Sie am Sonntag dann die E-Mails abarbeiten oder doch die Buchhaltung erledigen. Und E-Mails sind ein asynchrones Medium. Sie müssen nicht sofort beantwortet werden, dazu aber später mehr. Organisieren Sie sich Ihren Tag so, dass Sie effizient arbeiten können mit den Hilfsmitteln, die Sie benötigen
Und seien Sie nicht zu produktiv. Es bringt niemandem etwas, wenn Sie einen Tag lang 12 Stunden durcharbeiten und die nächsten 2 Tage dafür überhaupt nichts mehr fertig bekommen. Kommen wir zum Thema Ablenkung. Die eigenen 4 Wände bieten sehr viel Potenzial zur Prokrastination. Dass man andere Dinge macht, als man eigentlich vorhatte zu tun. Die Fenster wollen geputzt werden, dann ist da noch ein bisschen Staub und am Ende räumen sie die ganze Wohnung um, ohne die Arbeit gemacht zu haben, die sie vorhatten. Deswegen bin ich jetzt mal auf den Balkon gewandert, was, glaube ich, akustisch keine so gute Idee war. Ich empfehle Ihnen, dass Sie Ablenkungen minimieren, wenn Sie inhaltlich komplizierte Arbeiten durchführen müssen und sich konkret auf etwas konzentrieren müssen. Schalten Sie auf jeden Fall Ihr Handy stumm, die PC-Benachrichtigungen können Sie ausmachen, schalten Sie das E-Mail-Programm aus und auf jeden Fall sollten Sie alle Chat-Programme und Instant-Messenger auf beschäftigt schalten oder sogar ausschalten. Gerade Social Media sollten Sie vermeiden, denn die endlos scrollenden Webseiten sind nur dafür gemacht, Sie von der Arbeit abzulenken. Also richten Sie sich Ihren Arbeitsplatz schön ein, dass der Computer gut steht, dass er vielleicht sogar auf Augenhöhe kommt, dass Sie einen bequemen Stuhl haben, eine kleine Tasse Tee dazu, so wie es Ihnen am Ende gefällt, dass Sie produktiv und effizient arbeiten können. Externe Störquellen können nicht immer ausgeschaltet werden, deswegen bin ich jetzt vom Balkon wieder nach innen gewandert, denn die Geräuschkulisse ist für eine Videoproduktion jetzt doch zu anstrengend und erst recht dafür kann ich mir in meiner eigenen Wohnung selber aussuchen, wo ich produziere. Ich bin aber auch alleine. Wenn Sie zusammen mit MitbewohnerInnen oder einer Familie wohnen, sollten Sie klare Regeln aufstellen, die jedem zeigen, jetzt arbeite ich, ich möchte nicht gestört werden. Wenn Sie ein separates Arbeitszimmer haben, dann können Sie ganz einfach die Tür zumachen und jeder weiß, dass Sie nicht gestört werden wollen. Kindern gegenüber würde ich dann trotzdem empfehlen, wenn Sie eine wichtiges Meeting haben oder eine Fernsehübertragung, dass Sie die Tür abschließen, dass keiner reinkommt. Und in einem größeren, offeneren Raum können Sie ein Schild hinstellen, dass Sie jetzt arbeiten wollen. Das klingt so absolut, dass Sie jede Störung vermeiden sollen. Dabei gibt es auch gute Ablenkungen. Ich selber höre zum Beispiel gerne Musik, während ich Fotos bearbeite. Beim Videoschnitt muss ich auf den Ton achten, da geht das jetzt wieder nicht. Aber für Sie gibt es vielleicht entspannende Musik, die Sie bei der Arbeit fokussieren kann. Haben Sie schon mal vom Konzept Second Screen gehört? Hat ursprünglich das Fernsehen erfunden, dass neben einem Spielfilm, der läuft, Sie noch Social-Media-Feeds auf dem Handy verfolgen können oder an einem Quiz teilnehmen. Das können Sie aber auch zur Arbeit nutzen, indem Sie einen sympathischen Livestream verfolgen, der Sie anregt, um kreativ auf dem zweiten Bildschirm weiterarbeiten zu können. Damit sind wir auch schon am Ende von diesem Video angekommen. Wenn Sie noch Fragen oder Anregungen haben, können Sie die unten in der Kommentarspalte stellen und vergessen Sie nicht, für die nächsten Videos diesen Kanal zu abonnieren, dann verpassen Sie auch keine neue Ausgabe. Bis dahin!